Eine sehr seltene Abstimmung fand in der jüngsten Landtagssitzung statt. Denn den letzten Antrag zu diesem Thema gab es vor nunmehr 10 Jahren. Alle 4 Fraktionen im Landtag stimmten dem Antrag zu, die Marktgemeinde Pressbaum zur Stadt zu erheben. Eine Gemeinde, wo die historische Grenze zwischen Noricum und Pannonien war und eine Gemeinde, wo auch heute die Grenze zwischen den Erzdiözesen St. Pölten und Wien liegt. Pressbaum hat sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt. Die Gemeinde bietet ein umfangreiches, breites Bildungsangebot, kulturelle Einrichtungen, Sportmöglichkeiten und ein breites Angebot an Vereinen. Es ist in der gesamten Landtagslegislaturperiode, in der wir gerade stehen, der einzige Beschluss für eine Stadterhebung. Es ist überhaupt fast 10 Jahre her, dass zuletzt eine Gemeinde zur Stadt erhoben worden ist. Es ist ein Jahrzehntereignis, wenn man so will, und für Pressbaum ist es sogar ein Jahrhundertereignis, denn es ist fast ein halbes Jahrhundert her, dass damals Leopold Figl Pressbaum zur Marktgemeinde erhoben hat. Was mich besonders freut, ist, dass wir nach langem Argumentieren und nach intensiver Arbeit heute zu einem einstimmigen Beschluss im Landtag gekommen sind, dass also alle Parteien zusammen Pressbaum bescheinigt haben, ja, Pressbaum soll Stadtgemeinde werden. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, den anwesenden Gemeindevertretern, aber auch der Bevölkerung von Pressbaum alles Gute zu wünschen, zu gratulieren und auch eine gute Zukunft zu wünschen. Herzlichen Dank. Die Marktgemeinde Pressbaum hat sich ja in den letzten Jahrzehnten von einer ehemaligen dörflichen Gemeinde weiterentwickelt zu einer Gebietskörperschaft, die auf die 10.000-Einwohner-Grenze zusteuert. Wir sind eine Schulstadt, wir sind eine Stadt jetzt mit sehr vielen Verwaltungseinrichtungen und wir möchten uns beim Land Niederösterreich recht herzlich für diese Auszeichnung, Stadtgemeinde zu sein, bedanken. Es ist, glaube ich, seit der Jahrtausendwende das erste Mal, dass in Niederösterreich sowas wieder stattfindet. Und wie gesagt, recht herzlichen Dank auch an alle Fraktionen, die so lobende Worte für unsere Gemeinde gefunden haben. Wir sind sehr stolz darauf und es ist eine Auszeichnung für alle Pressbaum und Pressbaumerinnen. Dass Pressbaum Stadtgemeinde werden kann, tragen die Pressbaumerinnen und Pressbaumer. Ich habe die politischen Vertreterinnen und Vertreter erwähnt. Ich erwähne aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Gemeinde. Die Verantwortlichen in den Vereinen, in der gesamten Zivilgesellschaft, Sport und Kultur sind vom Kollegen Kraft schon genannt worden. Die Lehrerinnen und Lehrer, alle Pädagoginnen, Pädagogen, alle, die Pressbaum so schön machen, wie es ist, und wert machen, eine Stadtgemeinde im Bundesland Niederösterreich zu werden.